Us. Hi everyone. First of all, we would like to say thank you for those who have joined Akita's Dojo and trained together with us. In case you are also interested, we will continue our online trainings and live classes also in the month of March, and you will find all the information and possibility to register for that in the video description portion and also on our website. We really enjoyed working together in live classes, and we are looking forward to seeing you again in March. Yes. Your foot, try not to slide this way, upright. Suri ashi. Us. I hope you are well. Wir hoffen, euch geht's gut. And I really like our plan to make some videos on the different stances we have. Okay. I sometimes wonder, am I right? Am I doing it correctly? So I appreciate the series on the stances. Okay, let's start from Zenkutsu dachi then. Yes. First, I show you Zenkutsu dachi. Zen, writing, is front. Kutsu is bent. Dachi or Tachi, Stance. Das ist die Bedeutung der drei japanischen Zeichen. Das erste Zeichen bedeutet vorne, das vordere. Dann zweite ist gebeugt und das dritte ist Stand. Front leg, front bend, stance. Your body weight is on front leg. Der Stand mit dem gebeugten vorderen Bein und das Gewicht liegt vorne. Your foot, make sure shoulder width, not more than that. Darauf achten, dass unsere Füße schulterbreit stehen, nicht weiter als das und auch nicht schmaler. Front foot and back foot, make sure not more than this, wide. Das wäre zu weit, wirklich schulterbreit. Extend. Backward, stepping forward, and try not to slide your heel. Versuchen, dass die Ferse nicht gleitet. Stepping forward and try not to slide and toes going out. Und vermeiden, dass die Zehen sich nach außen drehen. Your toes should pointing as much as possible to the direction. Die Zehen sollten so weit wie möglich nach vorne zeigen. This way. Upper body, top, your body from your hips, should be upright. Der Oberkörper sollte aufrecht sein. Not leaning forward or opposite. Okay. Das ist nicht richtig. Straight. Sondern gerade. Shoulder arms, relax. The knee position also important. Knee position, toe. Das Knie steht über unserem Zeh. Nicht über der Ferse. Or not too much. Auch nicht zu weit vor. Knee position, same here. Not too much this way or too much that way. Where you feel natural. So wie sich's natürlich anfühlt. At Greg. Straight, but contraction is this side. Das hintere Bein ist gerade. Don't lock tight your knee. Aber das Knie bleibt locker. Wir machen es nicht steif, das Bein, das Knie ist gelöst. Okay. Straight, this side, contraction. Hey, hey, hands on the hips. Hey, let's do it together. Hey, right leg forward. Rechts vor. Hey, each. Hey, knee back. 3. Hey, 4. Okay, make sure you do it correctly, every point I mentioned. Sauber die Bewegungen ausführen unter Berücksichtigung der Punkte, die Sensei eben angesprochen hat. Okay, so now we're going to do faster. Okay, fast. Ronya, stepping forward. Quickly, complete. Good stance, good form. And back. Was? Okay. Quickly, each. Jetzt schneller nach vorne. Knee. Das heißt, some. Hey, she. Hey, each. Knee. Some. She. Next we're going to do slowly, slow. Als nächstes machen wir eine langsame Runde. And make sure your foot is connected to the ground floor all the time. Jetzt besonders darauf achten, dass unsere Füße die ganze Zeit über mit dem Boden verbunden sind. And when you move forward or backwards, suri ashi. Gliding or sliding, suri ashi. Gleitend nach vorne bewegen. Okay. Your foot, sole, yes, is gliding, okay. Not stamping. Nicht stampfen, sondern gleiten. Your foot all the time. Okay. When you go back, same. Yes, and same again, back foot also. Do not lift the heel up. Beim hinteren Fuß kommt die Ferse nicht hoch. Keep your heel down. Okay. All the way. Die bleibt die ganze Zeit über am Boden, die Ferse. And yo. And right leg forward. And each. Slowly and go back, knee, do not lift your heel up. The other side, sun. Your body upright. Aufrecht. Hey, she. Movement was like this, half circle. Wir haben ja jetzt eine halbkreisförmige Bewegung gemacht. So, your center axis is move. Okay, move this way and that way. Yeah? When you do it slowly, like this, because you need to keep balance. Der Grund ist der, dass wir die Balance halten müssen. Okay. If your center axis is here and move Wenn unsere Zentralachse an der Stelle bleiben würde, dann würde das passieren. That's why you have to control, you have to move your axis. Deswegen müssen wir unsere Achse ein bisschen verlagern. And pinch. Now straight forward. Okay, move fast. Jetzt schneller. And then direct. Dann ist der Weg direkt da. This point direct. Was? And same again. Not going this way. Straight back. Gerade und direkt nach hinten. And then go forward. Directly forward. Was? And directly back. Understand? Okay. No, back, forward. And back. Here. Okay. Straight forward. Direct. Gerade und direkt nach vorne. If your axis move, your hand position also move. Wenn wir jetzt unsere Mittelachse zur Seite verlagern, dann bewegen sich auch die Hände. Aber wir wollen jetzt schnell und direkt nach vorne. Each, knee, so, straight. Sam, ashi. Right. Okay, now we're going to do not stepping forward but stepping back. From Shizentai to step back. Zenkutsu dachi. Exactly the same form. Position, conditions. Okay? Is the same. Ist genau dieselben Punkte, genau dieselbe Form. Zurückgehen aber. Important is the top body keep upright. Wichtig ist weiterhin, dass wir den Oberkörper aufrecht halten. Das wäre nicht richtig. Upright and down. Aufrecht und gerade. Okay. And back. Upright. And back. Hey, hands on your hips. Hey, light right step back. Rechts zurück. Hey, each. Knee, left leg, Sam, Shi. Sliding, suri ashi. Auch hier wieder gleitend. Okay. Do not lift your foot up, heel up. Nicht den Fuß anheben oder die Ferse. Suri ashi. Okay. Suri ashi. And from your heel, each knee, not like this, from your heel, go backwards, control and smooth and slow down a bit. Hey, each hands on hips and hey, knee. Good. Hey, she. It is basic, but basic is very important. Doing correctly is important. Das war jetzt was über die Grundlagen, die besonders wichtig sind, um die Bewegung ordentlich und präzise ausführen zu können. Then you will realize something yourself. You will find out yourself what is important. Yeah? Or you discover some your bad habits. Und wenn wir das wiederholen und nochmal auf diese Punkte achten, dann können wir Neues für uns entdecken und auch unsere schlechten Angewohnheiten abschalten. Bis zum nächsten Mal.